Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Oh, ich muss irgendwas gucken. Okay, Mikro ist an. Hätte ja sein können, dass das aus ist, ne? Ja, im letzten Part sind wir stehen geblieben. Im letzten Part haben wir Wüste Ranel betreten und bla bla bla. Und haben diese komischen zwei dieser komischen Dinge aktiviert. Jetzt fehlt nur noch eins und dann sollte sich der Weg zu diesem Ranel-Steinwerk da öffnen. Ja, sollte. Und hoffe ich auch, dass es so ist. Denn sonst wären wir irgendwie ganz schön am Arsch. Würde ich mal einfach so behaupten. Du tötest mich hier nicht. Nächster. Ja, tut mir leid, auch Leute, es hat schon lange keinen Zelda mehr gegeben. Aber jetzt gibt es endlich wieder einen Zelda. Yeah! Einen neuen Zelda-Part. Von den lieben Skyden LP. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderschön? Ja, ist das so ein Kotzen da. Okay. Ich weiß noch, dass hier irgendwas war, nur ich weiß nicht gerade was. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was da nochmal war, aber ich guckte einfach nochmal hin. Ich gehe da einfach nochmal hin. Ja, ich guckte einfach nochmal hin. Aha. Also auf Deutsch? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich war da immer in Deutsch. Das wisst ihr ja alle bereits. Der Spruch ist schon so alt. Oh. Ich hab's heute mal wieder mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung liebt mich heute mal wieder sehr. Okay. Hier ist. Elektroschreiben. Ich wusste, ihr trifft mich. Und, oh nein, Leute, es tut mir leid. Ja, ich puste gerade ein bisschen. Ich weiß ehrlich nicht, was diese Fernbedienung oder dieser Nunchuck gerade echt für Probleme haben. Also, die haben irgendwie Probleme heute. So. Nein, du sollst sterben. So. Ich hoffe, das kommt in diesem Part nicht nochmal vor. Das war peinlich. Okay, was war denn peinlich? Das kann jedem passieren. Aber den meisten passiert sowas nicht. Und warum? Weil sie alle Glück haben. Wir haben Gripper erhalten. Yay! Okay, dann weiß ich Bescheid. Und wir öffnen diese Truhe. Was ist da drin? Ein Herzteil! Es ist wunderschön. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, wenn ich diese Herzteile sehe, bekomme ich voll Hunger auf Kekse, auf Plätzchen, auf irgendwas. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir ist das voll komisch, ja? Ohne Witz. Ich sag's jetzt ganz ehrlich. Es mag wirklich bescheuert klingen, aber es ist wirklich so. Wenn ich irgendwie Donkey Kong spiele oder so, ne? Dann bekomme ich Hunger auf Bananen. Wenn ich irgendwie was mit Super Mario spiele, wo Yoshi Äpfel isst, dann bekomme ich Hunger auf Äpfel. Ich weiß, das ist voll komisch. Oder wenn Mario in diesen komischen Mario-Serien, ey, wer kennt die Mario-Serien nicht, ne? Wer die nicht kennt, den köpfe ich, ey. Auf jeden Fall, ohne Scheiß. Nee, wenn Mario da irgendwie Pizza oder Spaghetti isst, darauf bekomme ich Hunger. Ich weiß ja auch nicht warum, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Es ist einfach irgendwie so. Du spuckst keine Steine auf mich. Ja, ich weiß nicht, es ist voll komisch. Aber nee, ehrlich, ich find das selber richtig komisch von mir, ja? Wo gehe ich eigentlich hin? Fernbedienung. Sei artig heute. Bitte. Danke. Wo muss ich überhaupt jetzt hin? Ich weiß es gerade echt nicht. Ach ja, doch, ich weiß es. Ja,
auf jeden Fall, ja, ich find's komisch, total komisch, erbärmlich. Nein, Spaß, erbärmlich, warum sollte ich es erbärmlich finden? Aber, ich meine, ja, okay, es ist einfach nur komisch, sagen wir es mal so. Es ist einfach nur komisch, so, ey. Hast du davon? Es ist einfach nur, nein, oh, diese Fernbedienung, ne? Diese Fernbedienung regt mich heute so schon auf, es tut mir leid. Diese Fernbedienung macht mich heute richtig wahnsinnig. Komm, ey, wenn dieser Vogel jetzt wegfliegt, wegen dieser Fernbedienung, nur weil der seine Schiffe 5 Minuten hat, ne? Ey, dann köpfe ich ihn. Ich köpfe ihn. Brav. So, was hast du jetzt eigentlich für Probleme, los? Heute, oh, jetzt geht's gerade. Oh. Also. Ich glaube, die Wii möchte mich heute ganz schön verarschen. Okay, nein, 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 nicht versinken. Wo muss ich lang? Nein, nicht versinken, nicht versinken. Link, du darfst niemals im Sand versinken. Merk dir das. Merke dir das, Link. Du darfst nicht im Sand versinken, sonst... Nein, sonst ist das Abenteuer ganz vorbei. Wollt ihr mich verarschen? Ja, die wollen mich dann verarschen. Sie wollen mich doch alle nur verarschen. Verarschen, einfach nur verarschen. Einfach nur verarschen. Oh, was haben wir denn da? Du hast ein Bernstein-Halbmond gefunden. Yay! Das ist schön. Wunderschön. Oh mein Gott, was könnte das sein? Was könnte das sein? Das werden wir herausfinden, aber erst springe ich dieses Ding noch frei. Yay, und damit haben wir hier die Tür zu diesem letzten Schalter aktiviert. Und damit wir es aktivieren können, aktivieren wir diesen Stein der Zeit. Diesen Kristall da, diesen komischen Stein, der so komisch leuchtet. Ist hier hinter noch was? Nö, hier hinter ist nichts. Hätte ja sein können. Und damit müssen wir alles aktiviert haben. Ja, haben wir. So. Jetzt müsste... Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Ranel-Steinwerk. Okay. Fei, du bist so nervig. Habe ich dir schon mal gesagt? Du bist so nervig. Okay, nicht so, okay, garantiert nicht so nervig wie Navi. Navi war 1000-mal nerviger als Ocarina of Time, ey. 1000-mal nerviger. Da, also mit Fei kann ich mich mehr anfreunden als mit Navi. Mit Navi werde ich mich niemals anfreunden. Und diese Fernbedienung bringt mich zum Schreien. Fei, guck mal, wie er sein Schwert hält. Ich halte jetzt ganz gerade, Mann. Mann, ey, du willst mich doch verarschen. Du willst mich verarschen. Ja, du willst mich verarschen. Du willst mich heute echt nur verarschen. Was mache ich jetzt da eigentlich? Ach ja. Ach ja. War das mal richtig? Komm, das war richtig. Ja, das war richtig. Das war richtig. Dann das nächste und das letzte. Und da öffnet sich der Weg zum Ranel-Steinwerk. Ein neuer Tempel. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Betreten wir diesen Tempel? Betreten wir es? Betreten wir es? Noch diesen Part? Na klar, ist noch genug Zeit. Ja, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Thank you.
Es ist finster, aber Link wagt sich dennoch durch die Dunkelheit. Okay, Spaß beiseite. Jetzt wird wieder ernst angesagt. Ein neuer Tempel steht uns kurz bevor. Also, steht uns jetzt bevor. Ranel Steinwerk. Aber ganz ehrlich, ich muss wirklich ehrlich gestehen, irgendwie mag ich diesen Tempel nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Tempel nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht. Gegen den Tempel habe ich nichts zu meckern, aber ich mag ihn einfach irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es gibt wirklich an Zelda-Spielen Sachen, die ich nicht mag. Vor allem bei meinen Lieblingsspielen, das ich gerade spiele. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß es ehrlich nicht, Leute. Warum sammle ich Rubine ein, wenn ich noch keine tragen kann? Mein Gott, ich bin auch verrückt, ey. Bin ich verrückt oder bin ich verrückt? Ja, ich bin verrückt. Ich bin einfach... Nein, da ist ein Rubin drin. Den brauche ich nicht. Und ich habe einfach nur Monster sinnlos befreit. Meine, ich habe heute wieder was zum Meckern, ne? Das glaubt ihr nicht. Ich habe auch wieder Tote... Nein, den sammle ich noch auf. Ich habe ihn aufgesammelt. Boah, bin ich gut. Boah, bin ich gut heute. Das hätte ich gar nicht von mir gedacht, Mann. Rubine brauche ich nicht. Ich hab genug, Mann. Ich hab genug. Ich brauche nicht noch mehr. Ich brauche nicht noch mehr. Nö. Du spuckst mich nicht mit deiner Elektro-Scheiße an. Bam. Geht es. Ich hab ihn gedisst und den anderen diss ich jetzt auch. Vor allem, ich hab ihn gedisst. Ich hab ihn gar kein bisschen gedisst. Nee, lass ich diesen Stein hier fallen. Lass mich doch mal fliegen. Und tschüss. Du hast gedisst. Du hast gedisst, was? Was laber ich da eigentlich? Also Leute, heute ist mal wieder mein Tag, ne? Das glaubt ihr nicht. Heute ist wieder mein sinnlos Labertag. Was eigentlich jeden Tag ist, wenn ich aufnehme. Okay. Speicher natürlich. Nicht, dass wir die ganzen Scheiß hier nochmal machen müssen, ne? Okay. Öffnen wir diese Tür. Schreiten voran. Damit wir Zelda so schnell wie möglich finden. Das war ja super. Das war ja... Wow, Link, Alter, wie du... Das war cool. Oh, mein Gott. Gedisst. Und ich sollte mir echt mal dieses Wort gedisst abgewöhnen, ne? Weil das bringt doch gar nichts, Mann. Und ich sammle sinnlos wieder Rubine ein, obwohl die mir nichts bringen. Ich hab nämlich alles voll. Warum gucke ich überhaupt noch überall nach, wenn da sowieso nur Rubine drin sind? Egal. Scheiß drauf. Ignorieren wir einfach die Rubine und wenn ich welche einsammle, sammle ich einfach welche ein. Ist mir doch egal. Ist mir doch scheißegal. Ist mir sowas von scheißegal. Es ist doch nur ein schönes Game. Und irgendwann krieg ich zu viel. Okay, Haha, du konntest mich mit deinem Elektro-Scheiß da nicht angreifen, nicht treffen.
schönes Silvester heute. Schönes Feuerwerk mit einer Bombe auf einer Kiste. So. Okay. Was ist hier drin? Eine Truhe. Was ist in der Truhe? Ein kleiner Schlüssel. Ja, damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Bla bla bla. Bla bla bla. Als kennen wir das nicht schon. Als würden wir das nicht schon kennen. Ich kenne das doch. Ach, nur zur Info, Leute. Da oben kommen wir nicht hin, wie dieser Kiste. Und die kann man ja natürlich nicht wegschieben. Natürlich nicht. Warum denn auch? Lass uns erstmal einen Umweg nehmen, damit alles noch schwerer wird. Oh. Ja, ich versuche euch nur zu unterhalten, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe was genommen oder so. Habe ich nicht. Nein, ich versuche euch nur ein bisschen zu unterhalten mit viel sinnlosen Gelaber, denn das sowieso keine Sau interessiert. Okay, wo sind wir jetzt? Achso, hier. Wir sind jetzt hier. Oh, diese Dinger sind lustig, aber auch nervig. Vor allem, weil sie ein Herz abzieht, wenn man zu nah dran ist. Diese komischen Ballonfische. Stirb! Er ist gestorben und ich habe keinen Kratzer ab. Ich habe keinen Kratzer abbekommen. Okay. Oh, du wurdest gedisst. Du wurdest gedisst. Und jetzt greifen wir mit diesem Käfer diese Bombe. Und dann, wisst ihr, was wir dann machen? Dann gehen wir nach, fliegen wir nach oben und springen dann mit diese Kiste. Schön, nicht wahr? Das ist doch so wunderbar und wunderschön. Ist doch wunderschön. Nein, und ich habe nicht meine schlimmen 5 Minuten. Nein, habe ich nicht. Nein. Doch habe ich. Damit schalten wir und lassen wir auch die Gegner wieder lebendig sein. Wie sieht das hier eigentlich aus, Alter? Ohne Scheiß. Alter, wie sieht das hier aus? Alter, wie sieht das hier bloß aus? Und du stirbst einfach schön. Ist das nicht schön? Er ist einfach gestorben, weil ich es gerade so wollte. Deswegen ist er einfach gerade gestorben. Ist das nicht schön? Okay. Fuck. Fick dich, du Arsch. Du Arschgesicht. Du Arschlochkind auf 3 Beinen. Ich schaff das. Ich werde das schaffen. Ja, ich schaff das. Jetzt gehen wir diese Leiter hoch. Und töten diesen Gegner. Damit wir diese Truhe ran können. Obwohl wir es auch so könnten. Das alles für 20 Rubine, die ich aber nicht verwenden kann, weil meine Tasche voll ist. Und dann noch 5 Rubine und ich sammle die einfach ein. Und warum? Weil ich es kann. Ja, okay, ich sollte mal wieder runterfahren. Okay. Herzchen und renn, Link. Gut. Fuck, der hat mich getroffen, ey. Arschlochkind. Okay. Yeah.
Okay. Leute. Ja, Part ist wieder zu Ende. Ist das nicht schön? Ah, ich habe genau passend auf die Uhr geguckt. Okay. Vielleicht nicht ganz, aber egal. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn ich wieder zu viel habe. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!